Lauf 10, liebe Zuschauer, ist schon fast so etwas wie ein Dauerbrenner. Und auch in der Mode gibt es natürlich solche Dauerbrenner. Und Sie hier, diese Damenhose, die Sie in einzelnen Positionen sehen, die gehört definitiv dazu. Das ist die Capri-Hose. Seit über 60 Jahren ist sie schon in Mode. Ihre Erfinderin, Sonja de Lennart, ist heute 94 Jahre alt, wohnt und arbeitet in München. Und die Geschichte dieser Capri-Hose wird gerade im oberfränkischen Buttenheim in einer wunderbaren Ausstellung erzählt. Unter dem Titel Kurz, Kess und Kult. Modefrühling 1963. Die moderne Frau trägt Hose, die Capri-Hose. Seit den 50er Jahren lieben Frauen diese schmale, kurze und bequeme Form. Damals wie heute ist ihr Erkennungsmerkmal der kleine Schlitz an der Seite. Und sie ist die Erfinderin, Sonja de Lennart, die noch heute mit 94 Jahren Capri-Hosen entwirft. In den 50er und 60er Jahren führt Sonja de Lennart ein Modeatelier in München. Hier schneidet sie Maßkleidung, vor allem für Theater- und Filmschauspielerinnen, elegante Mode für den roten Teppich. Doch was trägt die Dame in der Freizeit? Im Urlaub hat die zierliche 1,52 Meter große Designerin dann die Idee zu einer ganz neuen Hosenform. Ich bin im Wasser gegangen und plötzlich war die Hose nass. Und da habe ich einfach genommen ein Stück und habe es abgerissen. Rundherum. Und alle wollten die Capri-Hose. Maria Schell kam regelmäßig ins Atelier zu Sonja de Lennart. Wie auch Margot Hilscher, Lieselotte Pulver und die große Ingrid Bergmann. Sie ließ sich für die Capri-Hosen auch die typisch kurz geknöpften Blusen fertigen. Viel Zeit für die Anprobe hatte Ingrid Bergmann allerdings nie. Ingrid Bergmann kam reingeflitzt und sagte, ich brauche 10 Blusen. Da habe ich gesagt, gut, machen wir. Weltberühmt machte die Capri-Hose schließlich die unvergessene Audrey Hepburn und das Capri-Fischerlied. Wenn bei Capri die rote Sonne. Capri, die Trauminsel der Deutschen in den 50er Jahren. Für Sonja de Lennart das Symbol für Glück und Freiheit. Darum benannte sie ihre Hose nach ihrer Lieblingsinsel. Daran erinnert jetzt das Levi-Strauss-Museum im fränkischen Buttenheim. Hingucker sind Modelle aus den 50er und 60er Jahren. Die Capri-Hose als Statement für die emanzipierte Frau. Es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, weil mich auch diese Wirtschaftswunderzeit persönlich fasziniert und die Frauenrolle in der Zeit. Und insofern war es schon ein Wunsch, das Thema auch zu bearbeiten. Vielen Dank, liebe Sonja de Lennart, für dieses wunderbare Kleidungsstück. Vor über 60 Jahren entworfen, mögen wir diese Hose immer noch.